Die nächste Quelle des Arbeitsrechts ist die Rechtsprechung. Und zwar können wir hier einschränken die Rechtsprechung des BAG, des Bundesarbeitsgerichts. Drei große Buchstaben, BAG, Bundesarbeitsgericht. Wo ist das Bundesarbeitsgericht? Sollte man vielleicht mal so wissen. Wo ist das Bundesarbeitsgericht? Da war es mal, ja. Da war es mal. Es ist jetzt in Erfurt. Das Bundesarbeitsgericht ist in Erfurt, sozusagen das Zentrum, höchstrichterliche Instanz in Erfurt, in Thüringen, Hauptstadt von Thüringen. Kleine Entwicklungshilfe, ja, auch. Ja, nun, das ist es. Ne? Wenn Sie so eine so zentrale Instanz in ein doch relativ kleines Städtchen setzen, dann belebt das durchaus die Gastronomie und die Hotellerie. Ne? Da müssen Leute anreisen auch zu diesen Grundsatzentscheidungen und so weiter. Das hat durchaus volkswirtschaftliche Auswirkungen. Aber das ist ja im Moment gar nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass dort Grundsatzentscheidungen gefällt werden. Grundsatzentscheidungen. Die genaue Struktur werden wir uns noch anschauen. Das Bundesarbeitsgericht wird im Revisionsverfahren bemüht, was das genau ist. Wird uns alles noch beschäftigen. Wir merken uns im Moment nur, es sind Grundsatzentscheidungen. Und wir beschäftigen uns hier im Rahmen dieses Seminars nur mit der Rechtsprechung im Sinne von Grundsatzentscheidungen. Und alle Grundsatzentscheidungen, die wir brauchen im Rahmen des Personalfachkaufmanns, sind in Ihre Unterlagen eingearbeitet. Ich sage das deswegen, weil ich öfters sehe, oder mitbekomme, dass es Leute gibt, sie tauschen untereinander die E-Mails aus, auch alles wunderbar und gewünscht. Aber was sie bitte nicht tun, in ihrem eigenen Interesse, dass sie sich irgendwelche Urteile um die Ohren ballern. Ja, da findet jemand irgendwas in irgendeiner Fachzeitschrift und er will natürlich nur Gutes tun und ballert das an alle Kursmitglieder, an alle Teilnehmer. Tun Sie es nicht. Tun Sie es nicht. In der heutigen Zeit ist auch wichtig zu wissen, was man nicht wissen muss. Das ist fast noch wichtiger. Die Löschtaste ist die wichtigste Taste auf Ihrem Computer. Ihr Gedächtnis zu entlasten ist das Wichtigste, was wir für unser Gedächtnis wissen müssen. Was muss ich nicht wissen? Und Sie müssen nicht jedes Urteil in Hintertupfingen an irgendeinem Amtsgericht müssen Sie nicht wissen. Sondern nur die Grundsatzentscheidungen und die Grundsatzentscheidungen sind eingearbeitet. Es gibt Grundsatzentscheidungen zur Haftung des Arbeitnehmers, ist eingearbeitet. Ja, es gibt zu einigen Fragen Grundsatzentscheidungen, zum Beispiel, wann kann ich wegen Krankheit kündigen? Personenbedingte Kündigung wegen Krankheit. Grundsatzentscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist eingearbeitet. Das müssen wir wissen, aber nicht die Urteile von den Amts- oder Landgerichten.